Herzlich willkommen damit dann zur nächsten Folge von Wasteland. Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, hier hochzufahren. Sven, der alte Ski-Resort war früher der beliebteste Ausflugsort für die 100 Familie. Das war bevor der psychotische Viktor Puhanan und seine Truppe drogensüchtiger Art mehr aufgekotzt sind. So. Es wird doch jetzt wahrscheinlich wieder so sein, yo, seid auf meiner Seite oder yo, verpisst euch einfach von meinem Land. So. Denn ich brauche immer noch einen Arzt, genau wie Munition. Weil wenn ich jetzt hier keins kriege, dann müsste ich halt einmal losgehen. Wieder zurück zum Hauptquartier fahren. Das würde ich aber gegebenenfalls außerhalb der Folge dann machen, weil das... Sonst habe ich wieder eine ganze Folge lang Ladebildschirme. Ich reise irgendwo hin, kaufe Munition und... ja, sowas würde ich dann außerhalb dann höchstens machen. Ich höre dich. I'd give it up hope anyone would ever find us. Not sure what kept you, but I'm glad you're here. Okay, listen up. I don't have much time here. But my guard's in the can. Buchanan, the patriarch's crazy ass son, is holding me and my team captive. He's making me listen to radio frequencies for trouble. Doesn't know I've been watching Ranger frequencies too. Wie hast du den Angriff am See überlebt? We got lucky. I guess. The attack broke up the ice, forced us into the shore. We couldn't help, couldn't retreat. One thing we could do was drive back towards Aspen. I hope they had a working radio. Guess that part worked out at least. Bist du verletzt? Verstanden, welche Gefahren erwarten uns dort? It's bad up here. Worse than you can imagine. Vic and his people are insane. Remember that. Understand that. They butcher people and burn them alive. And laughed about it. And I'm not exaggerating when I call his people insane. Breathers, he calls them. Constantly breathing crazy gases from their tanks. They're crazy. Nearly everyone up here. Kill you on sight. So take it slow. And keep an eye out for supplies you can lose. Hilfe ist unterwegs, Cobra. Good to hear that. We begin by all hope. My car's coming back. See you soon, Rangers. Listen out. On your guard. Some strange folks ahead. Yeah. Na gut, dann müssen wir doch noch mal heilen. Nicht mal was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Das hab ich doch schon. Oh shit. Ich denke, wir haben ein Problem hier. Shit. Wollte ich gar nicht. Das ist ja mein Nahkämpfer. Halt, ich bin ein Nahkämpfer. So. Hey. Habt ihr zufällig irgendwo Heilung für uns hier rumstehen? Frag den Freund. Abscheulich.
Eigentlich ist es gar nicht mehr so schlecht. Wir sind hier hinten in der Ecke. In so einer Ecke, wo sie nicht rauskommen. Hat sich das auch erledigt? Ich sag mal so, der wird sicherlich kein Problem für uns sich darstellen. Der ist noch sehr weit weg von uns. Ja, schließlich nicht auf den ergehen. Der doch ein bisschen weiter weg ist. In Regan's Name. You're in my sight. Au. Naja, mein Betäubungsschlag. Rein, würde ich sagen. Schade. Würde ich sagen, kippen wir den Typen so sehr an, dass schon mal das Fahrzeug ihn dann vielleicht one-shotten kann. Ey, ich hab gemacht mit Damage, ne? Also. Nur noch anhitten so ein bisschen. Gehen da mal hier hin. Oder Pool, den kriegen wir auch so tot. Würde ich mich lieber um die kümmern, die hier stehen. Ja, das ist ein bisschen vormoven. Ist leider außer Reichweite. Ich bin gespannt, ob wir ihn so oder so tot kriegen. Ups. Hatten wir auch lange nicht mehr. Hier, Gasgranat. Looks to be operated electrically. Mitarbeiter Lounge Schlüssel. Ich sitze noch, wir haben das Schloss knacken auf 8 gebracht. Dass wir schon hier alles übersehen hätten, sonst wäre ja schrecklich. Nutzen wir den Schlüssel. Vielen Dank. Please don't let him find me. So, wir sind zum Helfen hier. Wahrscheinlich versteckt er sich hier drin. Secluded mountain getaway in one of our
our cozy rustic cabins. Spending the day on one of our private. I can't believe you're here. I thought I was gonna have to make a run for it or eat my own fingers or something. Name's Opie. I've been hiding in there since Vic and his crazies rolled through. Eating the food saved up for my trip home. Listening to the screams. Hearing weird sounds. Wondering where they'd, you know, find me and kill me. Was ist das für seltsame Geräusche? Like breathing. Slow and steady with clicks and whistles in it. I caught a glimpse of some skinny, long-clawed thing. Todeskralle? Ihr seid jetzt in Sicherheit. It's good to hear that. I ain't never been no fighter, buddy. Not like you bunch. What are you, mercs? Wir sind Desert Ranger. You what? Er zwinkert. Wow! I mean, I heard of you, of course, but I thought the lot of you were out in Arizona. Anyway, glad you're here, buddies. I'd be dead otherwise. Anyhow, I'll be here while you take care of these punks. If you, you know, got any questions or goods to trade, let me know. Ich würde gerne handeln. Oh, sure, buddy. Yeah, here you go. Leben. Bärenanzug. Du hast geglaubt, es wäre schon grausam, die Jungen zum Eisen zu machen. Glockenschlag. Ach schau, mir hatte er auch die Rüstung. Wo ist das da? Was sehe ich denn hier? Lalala. 1100 Schaden, stumpfe Waffen. Du schlagst natürlich weniger, aber es ist okay. Machen sogar weniger Schaden an Menschen, sehe ich gerade. Hey, Bayet. So, was hast du? So, das ist die Kommando. Ich werde die hier. Die verbunden. Dann kaufe ich beide. Ich nehme auch einmal deine Heilung mit. Das Stimpacks. Das brauchen wir gar nicht, von dem eigentlich mehr als genügend. Ich würde bei ihr gerne mal kurz gucken. Ne? Mal gucken. Schaust du Zen, Gewehr? Oh, Alter. Höhere Durchschlagskraft, alles. Braucht allerdings eine andere Munitionart. Eine 50er braucht die. Das wäre die hier. Eigentlich muss ich die kaufen, weil die zu geil ist. So, wenn man Sturmgewehrtypen. Guckt euch das an hier. Ja, viel bessere Waffen. Sie hat eigentlich erst einen neuen Revolver bekommen, deswegen würde ich jetzt keinen mehr kaufen. Du hast auch erst vor kurzem ein paar neue Waffen bekommen. Du hast erst eine neue. Lass uns mal umrüsten. Bam. Wo ist da? Waffen modifizieren. Griff. Gewicht. 4 Schaden. Und das rein. Booms. Also unser Tank, deswegen kommen wir Tank so. Ich habe hier extra nichts, also Brustkorb brauche ich nicht kaufen, ich habe davon ja 2 Stück. Die Hose. Genau. Dann einmal modifizieren. Zack. Sieht dann irgendwie aus wie aus Halo, muss ich sagen. Da eigentlich auch das hier. Ich will auch das hier besser. Ein weniger Resistenz gegen den anderen Quatsch, aber das ist nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Es sieht so cool aus. Ach, sexy sowas. Nein, Scharfschützengewehr.
Oh ja. Einfach ein halber Orgasmus ist das. Das Magazin braucht nicht unbedingt. Crit Chance. Treffer Chance. Wie viel Schuss hat das Scharfschützengewehr? Nur 3. Ja, dann können wir es doch drauf machen hier. Zunächst auf die 4 kommen. Du, mein Freund, du wirst dich sehr freuen. Endlich meine schöne neue Waffe zu haben. So. Hat ich noch hier irgendwas für jemanden gekauft? Das war's, glaube ich, ne? Genau, dann zerlegen wir haben den Quatsch. Kriegen vielleicht noch was raus, was wir brauchen. So, der hat 21er Rüstung, er braucht halt echt mal eine bessere Rüstung. Aufs Verfluchen unbedingt. Ah, naja, wir arbeiten uns jetzt aktuell dorthin. Ah, Mist, war die falsche. Jetzt ist sie da. Der hier braucht die Rüstung. Viel dringender. Denn er ist unser Shotgun-Typ. Leider hat er keine Stärke, ist das Schöne. Naja. Kann ich sonst noch bei dir irgendwas in eine Modifizierung reinmachen? Wir haben sonst eigentlich nur noch diese typischen Rüstungsdinger. Hm. Hey, Buddy. Welcome back. You here to talk or trade? Oh, sure, Buddy. Yeah, here you go. Luft. Cool, ne? Jetzt mal kurz den Kack hier loswerden. Zip. So, wir brauchen 50er. Davon haben wir mehr als genügend. Das muss ich mal nachschauen. So, mal. Energiemuni. Lass mich mal das kurz. Ich schreibe es mir am besten noch mal kurz auf. Ich habe zum Glück hier ein Fenster. Energie. Schrot. Der hat mehr als genügend. Du musst auch mal deine Waffe immer nachladen, bitte. Ach, Revolver haben wir auch mehr als genügend. Ich werde trotzdem mal ein paar kaufen. Das wäre die 83er. Brauchst keine. Scharfschützengewehr habe ich jetzt auch wieder mehr als genügend durch den Munitionswechsel. Ja. Auch noch was. Hey, Buddy. Okay. Welcome back. You here to talk or tra- Oh, sure, Buddy. Yeah, here you go. So, einmal Schrot. 38er. Sitzen sie sowas? Ja, hier. Und Energie. Haben auch erstmal so ein 50er. Wir finden ja immer wieder ein bisschen Munition daher. So.
ich kurz das hier loswerden. Ja, das war's auch schon wieder. Und gegebenenfalls gerne noch ein paar davon kaufen. Danke. Die Gasmaskengeräusche, die ansetzt. Dann heil mal. So. Moment. So. Jetzt dafür, dass wir uns einmal alle voll heilen, jetzt einmal. Back to the hunt. Und somit sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.